Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Green Skies. Das sieht jetzt gerade scheiße aus, so wollte ich es eigentlich haben und so gehen wir hier raus. Okay, also, wir haben hier in der letzten Folge angefangen, unsere Kuhrutsche zu bauen, bei der ich hier jetzt noch die Autonomous Activators anbringen will. Die baue ich jetzt mal hier rein. Ich muss nur mal kurz gucken, auf welcher Höhe. Ich glaube einmal hier. Das sieht gut aus. Da kommt jetzt einfach mal einer rein. Der ist nur falsch rum. Wo ist mein Crescent Hammer? So ist es richtig, oder? Ja, so ist es richtig. Das gleiche machen wir hier nochmal. Machen wir es gleich richtig rum. So. Okay, und das gleiche können wir hier auch nochmal machen. Hier, also. Wir setzen uns mal, stellen uns kurz hin. So. Yep. Okay, da haben wir die Dinger. Und jetzt muss ich hier nur mal kurz die Zäune komplettieren, damit das hier nicht schief geht. Damit die Kühe mir da nicht raushüpfen. Und ob er wirklich richtig steht, sieht er, wenn die Kuh durchfliegt. Oder wie war das noch? So, da, das und das. Gleich geht's los, gleich seht ihr, was der Sinn von dem Ganzen ist. Ich möchte nämlich gerne, dass die Kühe hier langlaufen. Also quasi hier runterfallen dann. In das Wasser, mit dem Wasser dann. Vor den Activatoren langlaufen. Hinten wieder runterfallen und dann das Ganze quasi ein nicht enden wollender Kuhstrom wird. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Die ersten Kühe streben nach oben. Ja, da kannst du hingehen. Das ist genau richtig, dahin zu gehen. Hi. Okay, nö, die wollen einfach nicht. War ja schön gedacht, funktioniert aber nicht. Ma. Die drängen einfach nicht nach oben. Ach Mist. Muss ich es erst mit... Guck mal, ob ich sie nicht hier hoch locken kann zumindest. Mit ein bisschen Weed. So. Na, schlussendlich ist es eh nur Spielerei, was ich hier mache. Ich hatte gehofft, dass sie durch das Gedränge hier jetzt nach oben wollen, aber... Kühe, komm mal her. Hierher, guckt mal da und... Okay. So, jetzt laufen sie hier lang. Und hinten fallen sie wieder runter. So viel zur Theorie. Nur, dass sie hier nicht hoch wollen. Die Schweine. Na los, kommt doch. Hier geht's hoch. Na los, doch. Komm doch. Okay. Das funktioniert so nicht. Ich kann natürlich hier Treppen hinbauen, gucken, ob die dann eher hoch wollen. Probieren wir es mal damit. Stairs. So, wir haben ja noch ein paar Oak-Stairs. Nehmen wir die mal. Probieren wir es nochmal damit. Ob das dann besser funktioniert. Ist mir jetzt gerade ein bisschen gefährlich, weil ich hier natürlich die Fences komplett falsch aufgebaut habe. Fence. Das ist jetzt gefährlich, was ich hier mache. So. Und dann können sie hier immer noch runter. Ich muss sie hier alle nochmal einen höher setzen. Okay. Zumindest in dem Bereich, in dem die Treppen sind. So. 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 So.
So, okay. Machen wir hier mal Treppen hin. Beweg dich. Beweg dich. So. Kuh wieder weg. Hau dich ab. So, die hier kommt weg. Muss ich nur noch hier unten schaffen, die. So. So, jetzt gehen sie zwar, jetzt gehen sie nicht hoch, aber immerhin. Okay, jetzt kommen welche hoch. Weil sie hochgedrängt werden, oder wie? Oder warum? Okay, jetzt werden sie hochgedrängt. Immerhin. Aber so, wie ich mir das vorstelle, funktioniert es leider nicht. Schade, Schokolade. Okay, also ich brauche jetzt nochmal... was brauche ich denn jetzt? Was zu essen? Mehl, nicht Mien, Mehl. Okay, wir machen erstmal hier... Ich könnte das ganze Ding jetzt nochmal umbauen, dass das dann funktioniert und alles, aber ich habe irgendwie keinen Bock jetzt gerade. Es ist schade. Ich hatte gehofft, dass sie jetzt echt da hochrennen wie die Blöden, weil sie denken, oh, da oben ist Platz. Dann da wie die Blöden runterfallen. Wäre schön gewesen. Okay, sie sind welche oben. Frage ist, fallen dann jetzt auch welche in die... in das Ding rein? Ja, komm, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Reinfallen, reinfallen, reinfallen. Ihr sollt da runterfallen, ihr sagt, ihr Schweine. Das gibt's da nicht. Das gibt es doch nicht. Okay, ich muss hier anscheinend Blöcke hinsetzen, dass sie da nicht nebenlang können, dass sie nur darunter können. Okay. Heißt, wir nehmen uns ein paar Blöcke. Nehmen wegen mir ein bisschen Jungle Wood. Und dann nehmen wir ihnen die Chance, hier daneben lang zu laufen. Ah, einer ist runtergefallen, sehr gut. So. Okay, hier nehmen wir ihn auch die Chance, daneben herzulaufen. Ach komm, beweg dich. So. Nein, 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 nicht da oben drauf. Nicht da oben drauf. So nicht, mein Freund. So schon gar nicht. So. Jetzt könnt ihr nur noch darunter, oder? Ich schubse ich jetzt einfach da runter. Ist mir egal. Runter da. Runter da. Wollt ihr da wo runtergehen? Ihr wollt nicht, ne? Ihr Schweine. So, du bist unten. Und ich kriege auch noch runter. So. Jetzt baue ich euch schon eine Wasserrutsche. Ihr wollt die nicht, ne? Was ich natürlich machen könnte, ist, dass da eine Kante kommt, die die Kühe dann ins Wasser stupst. Mache ich auch. Also, ich will jetzt hier nochmal ein bisschen was verbessern.
Deshalb mache ich jetzt hier mal kurz ein kleines Kuhmassaker. Dass ich hier ein bisschen Platz habe. So. Dann brauche ich ein paar Zäune. Mehr Zäune bitte. Na, ich habe keine Zäune mehr. Okay, Zäune, Trapdoors, KKG. Fans. Trapdoor. Oh, das war ein bisschen viel. Macht nix. Schlafen. Ich hab's noch nicht ausgeleuchtet. Fuck. Wieso habe ich das immer noch nicht ausgeleuchtet? Schlafen. Ich meine, da kann eh nicht, so viel kann da eh nicht spawnen, weil da überall Zäune sind. Aber man muss ja nicht riskieren, ne? So. Also. Jetzt machen wir hier nochmal etwa das gleiche Ding nochmal in 2.0. Also die wollen hier definitiv hoch. Das ist jetzt schon mal ein Improvement, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn immer eine Kuh stirbt, ist das eigentlich nicht schlimm. So gar nicht, weil ich genug davon habe. So, der Kuhschlechter 5000 ist hier gerade am Werk. Wir nehmen uns die Zäune. So. Und wenn ihr dann hier ankommt, werdet ihr euer blaues Wunder erleben, weil ihr dann nämlich hier direkt auf eine Trapdoor trefft. So, hinter der Trapdoor. Was ist da? Da kommt ein Wasser. So. Hier lege ich dann Wasser rein. Da lege ich Wasser rein. Hier machen wir es massiv. Da machen wir es massiv. Damit die Kühe nicht auf die Idee kommen, daneben herzufallen, genauso wie hier schon. So. Und beweg dich. So. Also massiv hier. Dann hier Trapdoor. KKG. Hier machen wir kurz die. Das weg. Und auch hier dann einmal massiv. So. Jetzt brauche ich Wassereimer. Schon weggebracht. Okay, also. Bucket. Hallo. Nehmen wir uns ein bisschen Wasser. Holen wir uns hierher. Hier holen wir uns Wasser her. La, 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 la. Wasser, 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 Wasser. Oh shit. Jetzt habe ich meine Wasserquelle da zerstört. Ups, schwupsi. 1, 2, 1, 2, so ist besser. Okay. Also, jetzt habe ich hier noch ein paar Eimer übrig. Bam, bam, bam. Mit denen kriegen wir doch eine Wasserquelle hin, oder? Das schaffen wir doch. Guck mal. Also, einmal. Warte mal, wir machen sie da einmal. Da einmal. Und da einmal, wenn ich es richtig habe, genau. Und dann brauche ich noch ein Wasser, eine Wasserquelle brauche ich noch mehr, nämlich dahin. Gut. Dann müssten wir hier auf dem grünen Zweig sein. Dann gucken wir, ob die Kühe dann weg wollen. Oder nicht. So. Jetzt machen wir nämlich da gleich auf und setzen da dann auch gleich wieder einen hin. Nee. Passt sogar. Okay. Jetzt machen wir da mal auf. Gucken wir mal, was die Kühe sagen dazu. Dankeschön. Oh, und runtergefallen.
Und das soll so nicht sein. Nee, 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 nee. So nicht, meine Freunde. So nicht. Komm. Das funktioniert nicht. Das geht so nicht. So. Hahaha, die stößt euch selber rein. Ja, es funktioniert. Das funktioniert tatsächlich so. Die Kühe wollen hier hoch. Ja. Und dann fallen sie da runter. Wie geil. Das funktioniert ja hier. So. Und was ich jetzt mache, ist hier hinter eine Kuhmelkstation aufbauen. Da. Da kommen jetzt Buckets rein. Und ruckzuck habe ich Milkbuckets. Nicht das. Nein, 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 nein. Das ist eine schlechte Idee. Schlechte Idee. Stopp halt aus. Bom, 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 bom. Ich hab's zerstört. Ich hab's zerstört. Ich hab's zerstört. Wasser. Schwimmt, ihr Schweine. Aber, wie kommst du da hoch? Ich glaub's ja nicht, ne? So. Der Kuhstrom lässt dir gerade ein wenig nach. Macht aber nichts. Es kommen immer wieder welche kommen da auf die Idee und fallen runter. Gucken wir uns ganz oft aus der Ferne an, wie es so aussieht. Wenn ich mal nicht da bin, um die Kuh zu beeinflussen, dann interessiert sich kein Schwein dafür. Sehe ich das richtig? Was ich natürlich machen könnte, ist da einen Chronotyper hinsetzen, der die Kühe einfach massiv in die Richtung schiebt. Hier einen Chronotyper hin. Bam, 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 bam. Kuh, schieb die Kuh, schieb die Kuh. Dann sieht das Ganze, glaube ich, anders aus. Ja, machen wir jetzt mal hier. Hier einen Chronotyper hinstellen. Genau da. Hier muss ein Chronotyper hin. Den haben, die haben wir hier vorne einen, oder? Chronotyper, da ist er doch. Kau, Kau, Chronotyper, okay. Chronotyper, komm mal her. So, da muss jetzt Erde hin. So. Der Chronotyper soll nämlich jetzt dahin. Wo ist jetzt der Energy Conduit? Da, okay. Jetzt muss ich wieder massakrieren, damit ich da rankomme an diese ganze Geschichte. So. Hi. Gut. Da kommt dann der Chronotyper drauf. Stopp. Erstmal unten aufmachen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Nein. So. Chronotyper drauf. Kühe. Macht mal ein bisschen Platz hier. So. Okay. Der Chronotyper soll jetzt von da nach da schieben. Wäre nett, wenn das funktionieren würde. Energie hat er gerade nicht mehr. Okay, jetzt brauche ich Energie. Energy Conduits. Energy. Bam. Okay, let's go. Let's go. Hallo. Hallo, hallo, hallo. So, dahin. So, hoppala. Das war falsch, macht aber nichts. Lassen wir einfach jetzt so. Hier lang. Okay. So. Dann der hier. Oh, hallo? Hallo? Ha. Geht's noch? Wo ist mein Crescent Hammer? So. So. Hi. So. Und er müsste jetzt. Ne, er bewegt die Kühe jetzt in die falsche Richtung. So rum ist richtig. Bewegt die Kühe hier hin. Okay, das sieht gut aus. Und dann drängen sie nämlich alle nach oben und wollen da hoch und dann ist da... Holy moly, Macaroni, das Del Grande. Oh Gott. Okay, funktioniert. Sieht gut aus.
Dann machen wir es nämlich so jetzt, dass wir da einen Zaun hinstellen, wenn er mich dann lässt. Lass mich da hin, lass mich da einen Zaun hinstellen. So, eins, zwei. Nein, 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 Zaun. Bewegt euch. Bewegt euch. Bewegt euch. Lass mich da einen Zaun hinstellen. Hilfe! Die Kühe eskalieren. Ja, ihr werdet hier wohl hoch müssen. Euch bleibt kaum was anderes übrig. Geht da durch. Und ihr geht mir auf den Sack, wisst ihr das? Hier kommen die da hoch. Das gefällt mir nicht. Da muss ich dann nochmal verbessern. Ein wenig das System verbessern. Boah, kann ich den mal kurz ausschalten? Der eskaliert ja komplett. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Ich bin voll mit Kühen. Boah, der Chrono. Ich muss den Chronotyper unterbrechen. Das geht ja gar nicht gerade. Chronotyper, mach mal kurz Pause. Ist das geil, ey. Das geht ja voll ab hier. Nein. Bewegt euch. So. Bewegt euch. Lass mich da einen Zaun hinstellen. Ich muss was essen. Und ich muss schlafen. Meal. Come on, hier. Gib mir die hier. Gib mir ein Fischmeck oder sowas. Da. Schnell was essen. So. Dann hier wieder ein. Oh shit. F7. Ausleuchten. Und zwar schnell. Torches. So. Hier kann irgendwo was spawnen, weil da alles gut ist. Hier kann was spawnen. Da kann was spawnen. Okay. Problem gelöst. Da kann was spawnen. Okay. Also einmal hier. So. So, darf ich jetzt hier mal bitte meinen Zaun setzen? Danke. Der muss weg. Von hier hätte ich jetzt auch gerne den Zaun gesetzt. Kuh, mach mal weg. Mach dich mal da weg. So. Ha. Wenn ich jetzt den Chronotyper wieder einschalte, dann werdet ihr aber durchdrehen hier. Bewegt euch. So. Bewegt euch. Bewegt euch, habe ich gesagt. So. Heilige Mutter Gottes. Dahin. Dahin. Fackeln drauf. So, willkommen im Kuhghetto. Morgen geht's zur Schlachtbank. So, Stier. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kühe ich jetzt getötet habe. So, und jetzt werfe ich den Chronotyper nämlich an. Dann ist hier Randale angesagt. Dann chronotypt der hier wie blöd. So. Bam. Viel Spaß. Römstata. Und dann hoch hier, ihr Schweine. Ja, Kühe, aber ja. Es funktioniert. Ist das geil. Ich muss nur mein Jetpack hier mal aufladen. Ach ja, es funktioniert. So, Jetpack aufladen. Runter. Um Gottes Willen, was eine Maschine. Oh, ist eigentlich eine große Melkmaschine, aber ja. Es funktioniert ja. Das ist das Wichtige. So, Jetpack an und mal kurz gucken, was die Kühe da hinten jetzt noch so treiben. In meiner hässlichen Riesenmaschine. Ich liebe sowas. Ich liebe solche. Begangbar. Hatini! Ja, 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 die Kleine. Tch.
Ja, lieb werte Kühe, ihr hängt jetzt da wohl fest und kommt da nicht weg. Ihr könnt nur noch hier oben durch. Wisst ihr das? Guckt doch mal an, wie viele hier so durchschwimmen. Okay. Ihr werdet jetzt mal kurz noch weitergeführt. Weiter, 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 weiter. Schön da unten rein. Nicht hier rausspringen, das ist nicht gewünscht. Das ändern wir jetzt mal kurz, dass ihr da raus könnt. Das geht ja mal gar nicht. So. Hier wird jetzt einmal aufgemacht. Wenn du dich da mal aufmachen lässt. Werte Kuh. So, wer jetzt runterfällt, ist selber schuld. So, das gleiche hier nochmal. So, da kommen Fackeln hin. Wunderschön, ihr Kühe. Geht jetzt bitte weiter, sonst muss ich euch töten. Ich habe keinen Bock auf dieses Spielchen. So. Hier ist noch eine Kuh. Die macht Mu und die soll weiter. So, jetzt haben wir hier einen großen Kuhstrom tatsächlich. Das ist ja mal geil. Geilomat, aber ehrlich. Das ist echt verdammt geil. So, jetzt muss ich hier nochmal eine Fackel hinsetzen. Damit das hier aufhört, was rumzuspawnen. Gut, hier gibt es so ein paar Verluste. Weil, ist so. Aber ich würde mal behaupten, das funktioniert hier ganz gut. So, und alle, die hier jetzt so rumflattern und springen und tun und machen, ihr werdet den Weg nach unten schon finden, nicht wahr? In meiner wunderschönen Kuhrutsche. Boing, 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 das ist so geil. Meine Kuhrutsche ist so geil, ich finde die geil. Echt. Guck mal da, jetzt kommen die nächsten an. Rems, Rems, Rems. Ja, willkommen in der Kuhrutsche. So, gleich jetzt hat er wieder gechronotyped und da flattern sie alle rum. Dem bleibt kaum was anderes übrig, als nach oben zu gehen, ne? Oh, die armen Kühe. Ist das geil. Und hier kommt ja ab und zu mal Milch an. Bei der Randale, bei meiner Randale-Maschine. Sehr cool. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft. Wir verschieben Kühe, Skies. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn die Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.